Hallo zusammen. Von wegen die biologische Uhr tickt. Einige mutige Frauen beweisen, dass die Wechseljahre heute längst nicht mehr das Ende des Mutterglücks bedeuten müssen. Ob 66 oder 70, dank künstlicher Befruchtung können selbst Omis noch Mama werden. Musik. 2005 konnte die Rumänin Adriana Iliescu dank künstlicher Befruchtung wieder schwanger werden. Da war sie schon 66 Jahre alt. Adriana hatte in jungen Jahren einen Sohn verloren. Dann habe es irgendwie nicht mehr ganz so gepasst. Entweder war kein Geld oder schließlich kein Partner mehr da. Als die ehemalige Literaturprofessorin von den Möglichkeiten künstlicher Befruchtung im Alter las, zögerte sie nicht lange. Tochter Elisa war bei ihrer Geburt 2005 ein Rekordbaby und Adriana lange Zeit die älteste Erstlingsmutter der Welt. Allen Unkenrufen zum Trotz ist aus Elisa eine fast normale junge Frau geworden. Sie pflegt Freundschaften, geht aus und hat Hobbys wie alle anderen jungen Mädchen aus Bukarest. In ihrem Umfeld gilt sie als besonders warmherzig und sozial. Mama Adriana begründet es damit, dass sie immer ausreichend Zeit für das Baby gehabt habe. Sie habe weder eine Karriere nebenbei laufen gehabt, noch ihr Ego in ihrem hohen Alter pflegen müssen. Ungewöhnlich ist sicherlich die Wohnsituation der beiden. Adriana war und ist keinesfalls wohlhabend. Die künstliche Befruchtung war nur durch Adrianas Ersparnisse und Spenden von Freunden und Förderern möglich. Als ehemalige Lehrerin und Professorin hat sie nur eine kleine Rente. Die 60 Quadratmeter Wohnung, in der Mutter und Tochter leben, platzt aus allen Nähten. Adriana und Elisa teilen sich nur ein 1,20 Meter breites Bett. Die ungewöhnliche Mama betont aber, dass dies im armen Rumänien keine Seltenheit sei und Elias Entwicklung bisher nicht beeinträchtigt habe. Durch Elisas Präsenz und den engen Kontakt sei die inzwischen über 80-jährige Mutter immer jung geblieben. In Rumänien kennt fast jeder Mensch das ungewöhnliche Gespann. Elisa postet regelmäßig Bilder auf den sozialen Netzwerken und hat ihre ganz eigene Fangemeinde. Wer jetzt dachte, das sei nicht zu toppen, irrt sich. 2016 kam im indischen Bundesstaat Haryana ein Junge namens Aman zur Welt. Aman ist der erste leibliche Sohn von Dailanda Kaur. Die Mama war zum Zeitpunkt der Geburt schätzungsweise 72 Jahre alt. Geburtsurkunden gab es in den armen Regionen Indiens zumindest für die Mädchen häufig nicht. Dailandas Alter konnte von den Ärzten der Fruchtbarkeitsklinik nur geschätzt werden. Sie war ansonsten gesund und ich konnte das Stigma ihrer Kindlosigkeit nachvollziehen. Keine Kinder zu haben ist in Indien sehr schlimm. Ich wollte helfen, kommentierte der Arzt. Kommentierte der Arzt seine Bemühungen, Dailanda im hohen Alter die Mutterschaft zu ermöglichen. Fast überall in Indien wird die Kinderlosigkeit mit einem Fluch und schlechten Karma in Verbindung gebracht. Dailanda und Ehemann Mohinder Singh Gill litten ein Leben lang unter sozialer Ausgrenzung. Doch mit Amans Geburt wurde der größte Wunsch einer Frau, die Hoffnung nie aufgab, doch wahr. Im Mai 2015 kamen in Deutschland äußerst ungewöhnliche Vierlinge zur Welt. Die Mutter ist die damals 65-jährige Ankret Raunig. Das wirklich Ungewöhnliche, als Ankret durch eine Einzellen- und Samenspende im Ausland künstlich befruchtet wurde, hatte sie schon 13 Kinder. Prominenteste Beispiele für Muttis im fortgeschrittenen Alter sind die italienische Rockerin Gianna Nannini und das dänische Busenwunder Brigitte Nielsen. Beide Damen waren 54 Jahre alt, als sie zum letzten Mal Mutter wurden. Naninis Tochter Penelope wurde auf natürlichem Wege und überraschend gezeugt. Nielsens Töchterchen Frieda kam nach vielen Jahren der Versuche mit künstlicher Befruchtung zur Welt. Alter hin oder her, alle diese Mamas sind überglücklich über das späte Glück. Es sei ihnen von Herzen gegönnt. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.